manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mich irgendwie selber zerstören, weil warum stelle ich mir solche Herausforderungen, wo ich weiß, dass ich sie sowieso nicht kann? Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge. Es ist mega ungewohnt gerade, weil meine Kopfhörer sind weg und ohne Kopfhörer, ich höre mich so schlecht. Nichtsdestotrotz habe ich heute ein ganz besonderes Video für euch und zwar in der Kooperation mit der lieben Excellent Games. Ich verlinke sie euch auch unten in der... im Text. Why? Okay. Ja, ich freue mich tierisch auf diese Challenge, weil ich die mit der lieben Celle machen darf und ich mich irrsinnig darüber freue, dass sie das mit mir macht. Wir hatten eine ziemlich coole Idee und zwar machen wir From Ugly to Beauty, aber no mistake. Nichtsdestotrotz, wir wagen uns da jetzt mal ran. Die liebe Zella hat schon aufgenommen. Ich mach das jetzt mal. Und ich habe wahnsinnige Angst, was da gleich auf mich zukommt. Vor allem, ich habe es noch nie gemacht. Also noch nie. Und vor allem dieses no mistake, nur einmal verschieben und danach nichts mehr verändern dürfen. Das macht mir schon Angst. Gut, lang genug gelabert. Wir legen los. Dann werden wir diesen wundervollen Sim erstmal entkleiden. Oh, ich habe Angst. Mhm. Und jetzt der Kopf. Ja! Du bist wunderschön! Also eins muss man ja schon mal sagen. Ist es ein Mann oder eine Frau? Es ist ein Mann. Nee, eine Frau. Es ist eine Frau mit einer männlichen Stimme. Ja, also die Proportionen, muss ich ehrlich sagen, ich bin gar nicht so krass geschockt. Das Gesicht ist schon heftig, aber... ja. Wir machen auch am Ende eine Umfrage unten, um zu gucken, ihr dürft abstimmen, wer ist, welcher Sim besser geworden ist, weil die liebe Zella hat genau denselben Sim wie ich. Und das wird bestimmt interessant werden. Gut, dann machen wir uns mal an die Stimme erstmal. One Genie Leray. Nice, genau. Okay. Ich darf ja nur einmal verschieben, dann ist das schon mal gemacht. So, ich würde sagen, wir begeben uns als erstes an die Ohren. Nein! Ja, das wird interessant. Ich habe das alles noch nie so intensiv gemacht. Okay, vielleicht erstmal kann ich das... nein. Erst wenn ich loslasse. So. Ja, das ist doch schon mal ein schönes Ohr, würde ich sagen. Ihre Augen verschieben wir auch noch mal ein bisschen, aber ich möchte gern, gehe ich mal in die Detailbearbeitung. So. Und wie kriege ich das denn weiter hoch hier? Grrr. Ich mache erstmal das Gesicht ein bisschen schmaler. Und nee, ich will die Pupille nicht verändern. Ich möchte eigentlich ganz gerne, dass die nicht so rund sind, die Augen. Wie kriege ich das denn hin? Ma, das ist ja schrecklich. Hallo. Ich bin ja schon in der Detailbearbeitung, ne? Warum kriege ich die Augen nicht besser? So. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich habe schon jede Art von Sache angefasst. Die Augen, die,
Also die Nase ist auch ganz okay. Ich finde den Sim wirklich in Ordnung. Also, ich habe es mit schlimmer... Ich finde, es gibt schlimmere. Jetzt ist die Frage, wollen wir das Kinn noch ein bisschen... Nee. Was ist mit den Augenbrauen? Warum kann ich die nicht... Nee, bloß nicht. Machen die Augen bloß ein bisschen größer. So. Die Nase vielleicht noch mal ein bisschen hoch. Moment. So. Boah, Leute, das ist echt richtig schwer. Die Lippen ein bisschen voller. Wir machen ihr Big Lips. Und vielleicht ein bisschen auseinander. Genau, lächel mal. Boah, ich glaube, man sieht dabei auch so richtig sexy aus. Wenn man so, kennt ihr das, wie wenn man sich schminkt? Dann macht man auch immer. Okay. Warum kann ich deine Lippen nicht größer machen? Das ist doch... Ah. So sieht dann eine missglückte Schönheits-OP aus, würde ich mal sagen. Ah, okay. Habe ich das eigentlich schon verschoben? Ich weiß es nicht. Leute, schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ich hier irgendwas schon doppelt gemacht habe. Dann muss ich... Nee. Dann muss ich Sühne leisten. Oder wie sich das nennt. So. Ja. Hm. Die hat irgendwie voll die große Stirn, finde ich. Ah! Was? What's that? So. Soll das Gesicht noch schmaler? Ne. Oh, sieht aus wie so ein Alien, ey. Brauchen wir nur noch grün anmalen. Tja, das ist die Frage. Wo nehmen wir einfach mal das? Ja. Ich glaube, mehr kann ich gar nicht am Gesicht machen, ne? Okay. Leben wir mal damit. Dann machen wir ihre Boobies auf jeden Fall ein bisschen kleiner, weil die sind schon arg dick. Und ihre Hüfte können wir auch mal ein bisschen nicht zu weit. So. Und hier, das könnte mal ein bisschen natürlicher aussehen. So. Ich finde ihre Arme so mega lang. Oder kommt mir das nur so vor? Oberschenkel können auch ein bisschen schmaler werden. Sie hat gar keinen Hintern. Den machen wir natürlich ein bisschen dicker. So, ich würde sagen, hier oben ist sie arg breit, finde ich. So. Das sieht doch mal, ne? Und ich finde, das Erste, was sie kriegen sollte, ist eine gesunde Hautfarbe. Und jetzt ist mein Problem, ich darf nur einmal drücken. Ach, ich glaube, sie kriegt so einen schönen Karamellton. Gar nicht so unzufrieden, wie ich es gedacht hätte. Darf ich hier an dem eigentlich auch noch was machen? Bestimmt, ne? So. Und so. Ja. Und jetzt fängt das Schönste an. Ich liebe es, Haare auszuwählen. Und ich meine, das Allerwichtigste ist ja sowieso Sisi. Oh, jetzt darf ich nur einmal Augenbrauen auswählen, ne? Die sehen schön aus. Nein, die sehen doch nicht so schön aus an dir. Ich will da die drehen. So. Naja. Die Augenbrauen sind dann nicht so toll. Aber wir können auch deine Augenfarbe verändern. Die. Na. Es fing doch so gut an und endet so katastrophal. So, Wimpern, das ist das Allerwichtigste, aber wir machen relativ natürliche.
Das ist ja auch supi. Die sieht man hier gar nicht bei dir. Muss ich hier irgendwas komplett ausmachen? Oder warum sieht man keine Wimpern bei ihr? Naja, nichtsdestotrotz, ich habe sie ausgewählt. Also muss ich damit leben. Tja. Also, und Nazi-Wimpern. Oben nicht. Okay. Ja, jetzt kommt das Schönste. Obwohl, es ist ja doch ziemlich ätzend, weil ich darf ja nur einmal klicken. Das wird hart. Boah, ich könnte mal die neue ausprobieren, ne? Oh, gar nicht so schlecht. Obwohl ich schon gerne lieber weiter vorne welche gehabt hätte. Jetzt ist die Frage, welche Haarfarbe. Soll ich bei der Haarfarbe bleiben, oder? Ich habe die leider noch nie ausprobiert. Das heißt, ich weiß auch einfach nicht, was mich da erwartet. Bin in die. Ja, toll. Naja. 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 Ne? Naja. Klamotten. Es wird nicht besser, Leute. Es wird ihr nicht besser. So, mein Schatz. Was würde denn rein optisch zu dir passen? Nehmen wir mal das. Warum kann ich da keine Vorschau sehen? Doch, kann ich. Sehr gut. Was möchtest du denn haben? Ich glaube, wir nehmen mal das. Das ist ganz cool. Und dann gucken wir mal, dass wir eine schöne Hose finden für dich. Leider habe ich keine Ahnung, wie sie aussieht, wenn wir sie auswählen. Oh, ich habe Angst. Ich nehme die. Naja, leider zu weit oben, aber ist okay. Und als Schuhe nehmen wir... Naja, hochhackig will ich nicht. Ich sag hochhackig will ich nicht und denke, ach, die sind eigentlich ganz gut. Sind ja cool. Aber die passen bestimmt nicht dazu. Wer hätte gedacht, dass ich mich bei Schuhen am längsten aufhalte? Die passen, ich weiß nicht. Ja, komm. Dann machen wir noch ein paar Nägel. Hier, blau, ist gut. Und dann kommt das Make-up. Ich hab Angst. Die? Der Ton? Ja, ist okay. Mei. So, dann nehmen wir als Augen das und dann so ein Blau. Warum wähle ich immer so schreckliche Dinge aus? Oh no. Jetzt habe ich es rückgängig gemacht. Ich meine, why not, ne? Why not? Ah, Cell, ich glaube jetzt schon, dass deins besser ist als meins. Ey, das sieht aus wie Gruftihausen hier oben. Ach, Gottchen. Dann haben wir hier noch eine schöne Kette. Und dann nehmen wir noch ein Armband. Katastrophe, Freunde. Katastrophe. So. Ja. Ich meine, die Hautfarbe gefällt mir. Alles andere ist so semi-gut. So, Fazit zu meinem ersten Sim. Also, ich bin doch ganz positiv überrascht, dass sie nicht so schlecht geworden ist. Sie
sie ist für mich eine Aneta. Nein. Aneta. Doch irgendwie anders geschrieben, oder? Aneta? Aneta. Ferris. So. Ja, also an sich, ich finde ihren Stil ganz cool und auch was sie so anhat. Ja, diese Haare finde ich jetzt ein bisschen doof, vor allem weil die so hinten sind. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Doch. Für meinen ersten Versuch bin ich sehr zufrieden, aber wie gesagt, am meisten bin ich zufrieden, dass ich das mit der lieben Zelle zusammen machen darf. Ich bin super gespannt, was sie gemacht hat. Ich freue mich irrsinnig auf ihr Video und ich hoffe auch nicht, dass es unser letztes Video zusammen sein wird. Ich hoffe, dass wir auch noch andere Sachen zusammen machen können. Und wie gesagt, schreibt mal unten in den Umfragen, stimmt mal ab, welchen Sim ihr schöner findet. Das wird nämlich gleichzeitig hochgeladen von uns beiden und ich freue mich total auf eure Kommentare. Lasst Ideen da, was für Challenges ihr noch sehen wollt und was euch noch interessiert, weil ich bin für alles offen, Zelle ist für alles offen und vielen, vielen Dank fürs Zugucken und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao!